Ja, die junge Deutsche führt 2-1 gegen die einzige Grand-Slam-Finalistin, Caroline Wozniacki. Treiben noch innerhalb des Vertrags mit der anderen Schlägerfirma, den Schläger gewechselt hat zu einem anderen Fabrikat, das sie früher schon auf die Linie runtergespielt. Wieder mal eine Breakchance. Und das wird auch Robert Olick vorher mit Annika Beck besprochen haben, die sich entspannt hat, die viel Zeit beim Physio auch verbracht hat, nochmal in der Vorbereitung auf dieses Match. Das war also eine Chance. Da war wenig Tempo drauf auf dem Ball von Wozniacki. Das war also eine Chance. Da war wenig Tempo drauf auf dem Ball von Wozniacki. Dann wieder der Offensiv-Return. Den weiteren Weg drüben in die hintere Box. Und Olick hat diese Vorhandfehler wahrscheinlich damit gemeint, als sie attackieren konnte. Aber sie hält das Endspiel absolut offen. Nun allerdings schlägt sie zum ersten Mal im Klappen. Aber das ist schon eine couragierte Vorstellung von Beck, wie ich finde. Sie muss Wozniacki beschäftigen, sie muss sie aus dem Rhythmus auch bringen, sie überraschen. Immer wieder lang in die Ringe. Gegen so eine erfahrene Spielerin hier anzutreten. In ihrem allerersten Aufeinandertreffen übrigens. Unter Matchbedingungen. Und die Chance jetzt, dieses Aufschlagspiel sich zu holen. Das sind natürlich lange Ballwechsel. Das wird eine konditionelle Frage auch. Entsprechend wichtig wieder der Gewinn des ersten Satzes für Annika Beck. So wie gestern ja auch. Da braucht es übrigens 6 Satzbälle, bis das Ding dann nach genau 73 Minuten gewonnen war. Ja, und dieses Tennis hier eben. Hat sie mal mit Kick serviert nach außen. Der ist immer relativ kurz. Also Aufschlag ist sicherlich ein Betätigungsfeld noch mit Potenzial nach oben. Wobei sie sich da gesteigert hat, wenn man sie die letzten Jahre schon beobachtet hat. In diesem ersten Satz, der schon 4 Breaks erlebt hat. Und jetzt vor dem ersten Aufschlaggewinn der Deutschen steht. Zweiter Spielball. In diesem ersten Satz, der schon 4 Breaks erlebt hat. Und jetzt vor dem ersten Aufschlaggewinn der Deutschen steht. Zweiter Spielball. Die wir hier gestern erlebt haben, die natürlich von den Asten- und Service-Winnern profitiert. Will ich da immer schnell in die Rückhand-Ecke reinspielen. Es ist ihr 537. Spiel auf der WTA-Tour. 537, das ist schon eine Riesenzahl.
Halbfinale gegen Wozniacki. Sie hat hier mehr als nur mitgespielt in der Anfangsphase, hat den Satz absolut offen gehalten, hatte Möglichkeiten zum 3-beide. Erhöht sich jetzt. In solchen Momenten spürt man natürlich auch die körperliche Müdigkeit etwas mehr. Hat viel Zeit beim Physio heute noch verbracht. Gegen die deutsche Meisterin 2012. Wieder sieht der Beck, der war doch ausseitlich. Ohne diese Fehler, ohne Not, weg vom aggressiveren Stil, den sie noch unter Ricardo Sanchez oder auch unter Thomas Johansson versucht hatte durchzusetzen. Der Nordirland in Belfast sein Haus letztes Jahr verkauft hat, für 10 Millionen Dollar in Florida ein Anwesen für die beiden erworben hat. Zweiten Satz. Das ist ja in Moskau, als sie das Turnier gewann, da schlug sie auch Sophie Arvidsson. Da gab es ein Match mit 18 Breaks zwischen Wozniacki und Arvidsson. Das ist schon irre. Funktioniert nicht mehr so wie Anfang des ersten Satzes. Aber sie ist wieder näher dran an den Bällen. Position zur Grundlinie. Von Beck. Aber die Fehlerquote wird höher. Da fehlt vielleicht auch das letzte Stück Überzeugung jetzt. Dass sie dieses Laufen im Vorder weiter so mutig aufschlagen, was sehr geil wird. Super. Nochmal aufbauende Worte von Robert Orlik. Es ist ja beim ITF Challenger in Ismaning vor den Toren Münchens. Ansonsten war natürlich auch häufig Trainer aus der Academy dabei, wie zum Beispiel beim großen Turnier in Moskau, Sascha Köhler letztes Jahr. Übrigens noch auf zwei ITF-Turnieren später. In Barnstaple und in Frankreich. Das Spiel, das ist das Schwierige gegen eine Caroline Wozniacki. 67 Wochen Nummer 1 am Stück gewesen. Hat auch im Juniorenbereich gegen körperlich stärkere Spielerinnen. Ja, wie viel ist da jetzt noch drin im Tank bei Annika Beck? Ärgert, dass Angelique Kerber eine Wildcard für Linz bekommen hat letzte Woche und dadurch dann die Möglichkeit hatte, um diese Vorhand anzuspielen. Hat schon mal Ärger gegeben oder zumindest Unstimmigkeiten, als sie die Nummer 1 hatte. Da haben viele in dem Umfeld gesagt, das waren zu viele Verpflichtungen während der Turniere. Da hat sie sich. Aber es ist ja ganz witzig, wenn er zu Caroline Wozniacki kommt und sie mit Carolina ganz langsam anspricht, ganz ruhig, dann weiß man, da gibt es jetzt ein bisschen Kritik. Das waren früher noch viel längere. Genau, nochmal durchatmen. Der Endspurt hier in der WTA-Tour 2013 für sie.
Die Weiher, ja, mitten sie die Grundlinie zurück. Das muss das Ziel sein. Anibek, wie 15. Geschenkter Punkt. Immer wieder von der linken Seite. Da klappt der Kick nicht immer. Vorhin war er zu lang. Im zweiten. Diesmal abgestürzt. Stunde 12 vorbei. Annika Beck serviert gegen den Matchverlust, gegen die Niederlage gegen Caroline Wozniacki. Wird hier absolut mitgespielt, hat den ersten Satz sehr offen gestaltet. Zwei Breaks geschafft, lag 2-1 in Führung. Hatte dann auch Spielbälle zum 3-beide. Und danach ist es erstmal abgerissen im ersten Durchgang. Ich konnte bis zur ersten Runde überhaupt nicht auf dem Center Court hier trainieren. War 2008, 7-6 im dritten. Jetzt scheint sie ihren Titel in Luxemburg zum ersten Mal gewinnen zu können. Drei Matchbälle nach rund 75 Minuten. Im Jahr 2012, also noch auf den letzten Drücker im WTA-Tourjahr. Sie war insgesamt die stabilere. Anibek hat gezeigt, was sie